Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute bin ich zu Gast bei Audi in Ingolstadt und es geht um ein Auto, auf das einige von Ihnen vielleicht schon länger gewartet haben, den Audi Q5 als Sportback. Und dieses abflachende Dach bei den SUVs wird ja immer moderner. Viele Hersteller bieten das an und dieses Auto stelle ich mir vor als Konkurrenten auch für den BMW X4. Und Audi startete ja in 2018 mit einem Sportback und zwar mit dem Q8. Dieser hier, der neue Q5 als Sportback, hat reichlich neue Details zu bieten und die stelle ich Ihnen jetzt mal vor. Schon der Q3 als Sportback fand viele Liebhaber. Das dürfte für dieses Modell wohl auch zutreffen. Also eines muss ich klar sagen, so ein abflachendes Dach steht dem Auto richtig gut und macht aus einem braven SUV ein schickes Coupé. Es hat aber auch ein paar Nachteile. Zum einen hat man hier ein bisschen weniger Kopffreiheit. Auch beim Einsteigen muss man dann hier den Kopf ein bisschen an die Seite nehmen. Beim neuen Q5 Sportback gibt es einen sehr zerklüfteten Heckspoiler. Der gefällt mir persönlich sehr gut und so wie der aussieht, erzeugt er auch reichlich Abtrieb und das ist hilfreich bei hohen Geschwindigkeiten. Neu sind, und das wird auch vielen gefallen, diese Rückleuchten. Sie warnen den zu dicht auffahrenden Verkehr mit diesen Leuchten. Gute Idee. Beim Blick nach hinten wird klar, auch hier hat man reichlich Platz, obwohl man ein abgeflachtes, coupéhaftes Dach besitzt. Man kann hier auch noch die Sitzfläche nach vorne und hinten schieben. Dann hat man entweder mehr Ladefläche oder mehr Platz bei langen Fahrten. Dann kann man auch noch die Rückenlehne ein bisschen verstellen in mehreren Stufen. Und ganz hinten hat man dann ungefähr 2 cm weniger Kopffreiheit im Vergleich zu einem ganz normalen Q5. Aber ich denke mal, hier wird auch ein Mensch mit 1,85 m, 1,90 m Länge gut sitzen können. Das neue Heck wirkt flacher und die unteren Ecken signalisieren Stabilität. Und der Sportback zeigt auch keine Endrohre. Neu ist auch das Raddesign. Gibt es denn länderspezifische Unterschiede in Sachen Raddesign? Ja, sehr große. Wir haben auch in Markt China manchmal marktspezifische Räder. Wir haben aber gemerkt, dass viele Leute sehr gerne auf das Mutterschiff zurückgreifen. Das heißt, wenn sie ein Audi wollen, wollen sie auch ein Audi, wie er in Audi gestaltet wurde. Und da ist das europäische Design wurde exportiert und wird sehr gut angenommen, obwohl die Geschmäcker sehr verschieden sind. Natürlich begleitet das Raddesign die Entwicklung des Exterior Designs mit und versucht natürlich nicht entgegenzuwirken. Das heißt, eigene Interessen im Raddesign sind untergeordnet. Das Exterior Design als Ganzes muss ja eine Gesamtwirkung erzielen und das Raddesign gehört dazu. Für den Q5 Sportback gibt es einen eigenständigen Grill und seitliche Lufteinlässe. Das sorgt für den sportlich dominierenden Auftritt. Er besitzt ein Luftfahrwerk und somit die für manche wichtigen Offroad-Fähigkeiten. Aber auch Onroad ist eine Luftfederung absolut top. Es gibt eine ganze Reihe von Motoren, die im Angebot sind. Zum einen 2 2-Liter Benziner, die haben Leistung 204 und 265 PS. Dann gibt es 2-Liter Dieselmotoren mit 163 PS und 204 PS. Und dann gibt es 2 3-Liter V6 TDI-Motoren mit 285 PS. Und mein Favorit ist der mit 341 PS, hat auch 6 Zylinder, ist auch ein V6-Motor und leistet aber 700 Newtonmeter Drehmoment. Und da kommt auch Freude auf. Gebaut wird das Auto für die weltweite Kundschaft, übrigens im mexikanischen San José Chiapa. Auch den Innenraum bei diesem Q5 Sportback hat man natürlich ein bisschen überarbeitet. Was mir auffällt, sind zum Beispiel diese Holzapplikationen. Das steht dem Auto richtig gut. Es gibt aber noch andere Materialien. Schön ist auch hier dieser 10,1 Zoll große Monitor. Hier kann man alle wichtigen Dinge bedienen. Was mir persönlich gut gefällt, das sind die analogen Schalter für die Lüftung und die Heizung. Das macht das Ganze beim Fahren ein bisschen einfacher. Es gibt ja weiterhin ein 12,3 Zoll großes virtuelles Cockpit. Hier sind alle Anzeigen wirklich gut dargestellt. Und was auch neu ist, das ist hier dieses Lenkrad. Insgesamt muss ich sagen, gut gemacht. Das sportliche Coupé schafft eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Alles wirkt sehr edel und die verwendeten Materialien sind, wie immer bei Audi, vom Feinsten. Das Sitzen vorne und hinten erlaubt auch sehr lange Fahrten. Leicht beladen kann das Auto auch abgesenkt werden und 1480 Liter Ladevolumen sind möglich.
Auch beim Fahrwerk vertraut Audi auf Bewährtes, zum Beispiel auf den Quattro-Antrieb, also den Allradantrieb. Auch dieses Auto ist damit ausgerüstet. Er ist elektronisch geregelt und bietet somit sehr viel Sicherheit. Und auch bei schlechter Witterung, bei nassen Fahrbahnzuständen, ist so ein Auto dann erheblich sicherer unterwegs. Trotzdem wird das Basismodell mit kleinem Motor auch mit einem nur Frontantrieb ausgerüstet. Ich kann aber jedem nur empfehlen, sich für einen Allradantrieb zu entscheiden. Bei den Rädern sieht es ganz schick aus. Das hier ist ein 21 Zoll Rad. Man fängt aber an bei Audi mit einem 18 Zoll Rad. Dieses hier bietet dann, weil es auch eine breitere Auflage gibt, ein bisschen mehr Fahrsicherheit. Serie beim Q5 Sportback ist das LED-Licht. Optional kann Matrix-LED-Licht geordert werden. Wir kommen zum Schluss und damit zum Heck und dazu noch eine Zahl. Das Kofferraumvolumen liegt bei diesem Sportback bei 510 Litern. Das sind gut 10 Liter weniger als beim ganz normalen Q5. Der hat 520 Liter. Naja, meine Meinung zu diesem Auto, es ist wirklich gelungen, es sieht sehr sportlich aus. Es gibt aber leider noch keinen Preis, aber ich kann mir vorstellen, das Auto wird kosten so um die rund 50.000 Euro. Das war's von mir. Tschüss.